So, damit herzlich willkommen zur Rückrunde in der YouTube-Bundesliga. Aber wir sind hier nicht in einem Spiel der YouTube-Bundesliga, sondern des DFB-Pokals 2023-24. Wir sind im Achtelfinale. Borussia Dortmund gegen den ersten FC Kaiserslautern. In der Liga Dortmund auf Platz 7, Lautern auf Platz 11. Von den Punkten nur 2 Punkte entfernt. Also kein großer Unterschied. Ja, trotzdem geht's für Lautern eher in Richtung Abstieg und für Ruwa Dortmund eher in Richtung Europa. Ja, mit beiden, beide Teams haben nichts mit Europa am Hut. Dafür gab es hier aber, ja, ein gutes Transferfenster für beide Teams. Hund hat hier die Nummer 2 bekommen. Das Trikot von Hund war nämlich noch nicht fertig, wo die Nummer 1 drauf gedruckt war. Deswegen mussten sie schnell ein Ersatztrikot finden. Und die 2 war frei. Von daher, das sollte aber bis zum ersten Spiel in der Rückrunde in der Liga dann behoben sein. Hier ist es ja nur der Pokal. Da geht es ja nur darum, eine Runde weiterzukommen. Also nichts Wichtiges. Nee. Ruwa Dortmund hatte bisher 2 sehr starke Gegner mit Eintracht Frankfurt und mit Bochum. Hat es aber geschafft, beide rauszuhauen. Beide Male in der Verlängerung. Also keine einfachen Partien für die Dortmunder, aber sie haben es geschafft und sie stehen jetzt im Achtelfinale. Ja, Lautern hat ja zuletzt Euerdorf aus dem Pokal rausgehauen. Und jetzt wird es halt mal interessant zu sehen, wie es jetzt weitergeht mit beiden Teams. Lautern hat ja nur Tönebohnen verkauft an Elevate und da ist Branko und der macht das 1-0. 5. Spielminute und Lautern legt hier direkt los. Da sah schon Hund nicht gut aus. Der ehemalige Bonner Keeper. Die 2 sieht da so ulkig aus. Ja. Das ist Bonn mit einem Tausch, Ramon Auskas nach Bonn gewechselt, der hier morgen spielen wird gegen Eintracht Tariler, seinen Ex-Verein, seinen Verein, bei dem er wirklich groß wurde. Ja. Und Hund ist dann im Tauschgeschäft nach Dortmund gewechselt und wollte dort einen Neuanfang starten, weil es war klar, wenn Ramon Auskas nach Bonn wechselt, wird Ramon Auskas die neue Nummer 1 sein und ja, das da wollte Hund halt nicht auf der Bank sitzen, was ja auch klar ist, weil man halt die ganzen Saisons die unangefochtene Nummer 1 war. Man könnte natürlich in den Konkurrenzkampf gehen. Hund hat den einfachen Weg gewählt und ist dann einfach gewechselt. Was ja auch nicht verwerflich ist, ne? Ist, ich meine, wenn man halt das Angebot bekommt und dann auch eine Stammplatzgarantie ausgesprochen bekommt, dann wird man das auch natürlich annehmen. Wäre leichtsinnig, wenn das nicht gemacht hätte. Aber ja, Dortmund überraschenderweise früh in Rückstand geraten. Jetzt ist die Frage, kann Dortmund wie auch in den 2 Spielen zuvor das Spiel wieder drehen oder reißt die Glückserie in Achtelfinale? Jetzt ist natürlich auch das Besondere, sie haben Patrick Dahlmann nicht mehr in ihren eigenen Reihen. Der ist auch gewechselt, aber nicht nach Bonn, sondern zum direkten Nachbarn von denen, nämlich zum FC Renetopia nach Köln. Und er geht nämlich jetzt in den Konkurrenzkampf mit Camargo da Cruz und mit Dorian Pleumer.
Da will er für den FC Renetopia hier auf Torejagd gehen. Und ich sag mal so, tabellarisch ist das ein guter Wechsel gewesen. Also klar, man steigt hier direkt in den Kampf um den Titel mit ein. Und Team mit sehr viel Potenzial beim FC Renetopia. Natürlich bei Hoover Dortmund auch, aber da gibt es mir stellenweise zu viele Brüche im eigenen Spiel. Von daher, das ist wahrscheinlich einer der bedeutendsten Wechsel dieser Transferperiode gewesen. Und Hund mit einer guten Parade. Das hat er gut gemacht. Und es gibt jetzt einen Eckball hier für den ersten FCK. Branko. Ja, da ist Burn. Nee. Höppner bringt ihn jetzt auf außen. Da ist Amsel. Weiß. Amsel. Ja, Hagen lässt den Ball wieder rollen. Tarisson. Ja, da ist der Ball auf Merz. Und jetzt muss er natürlich die Dinger machen da vorne. Aber der Trainer vertraut ihm. Er weiß ja, wie es um seine Qualitäten steht. Von daher ist das, glaube ich, auch eine Personalie, die wird da nicht so leicht angerührt. Ne, mit Dallmann war auch schwer, ihn gehen zu lassen, aber das Angebot vom FC Renetopia war dann scheinbar einfach zu gut. Und wenn du dann so viel Geld auf den Tisch bekommst, dann überlegst du es dir vielleicht nochmal zweimal, deinen besten Torschützen da zu verkaufen. Ja, bringt ihn jetzt auf außen und holt einen Eckball raus. 39 Minuten gespielt. Eckball Lautern. Ja, Weiß köpfen erstmal raus, bringt ihn wieder rein. Hagen. Austein köpft ihn weg. Amsel bekommt da keinen Druck hinter dem Ball. Giert bringt ihn auf Lukacs. Giert wieder. Und Lukacs bekommt den Ball da von Karl Kopf einfach zugespielt, aber daraus wurde am Ende nichts. Es bleibt hier beim 1-0. Lautern mit einer knappen Führung. Und ich glaube, das wird hier wieder so ein Teufelsspiel. Man kennt jetzt den Gegner, man weiß, wie er ungefähr spielt. Und ich meine, wenn Lautern jetzt so in der Liga starten würde, dann glaube ich, dass das eine gute Rückrunde wird für Lautern. Aber naja, das wird sich dann zeigen. Wir sehen uns im zweiten Durchgang. Jetzt geht es erstmal in die Halbzeitpause, in die verdiente Pause. Und Lautern geht auch verdient mit einem 1-0 in die Kabine. Der Schnee macht es hier nicht einfach, aber aktuell führt der FCK mit einem 0-1 hier in Dortmund. Ein bisschen überraschend, weil es auch so früh aus dem Nichts kam, aber naja, man muss halt die Chancen machen. Und das taten sie ja auch, deswegen verdiente Halbzeitführung hier. Und Dortmund muss jetzt hier definitiv einen Zahn zulegen und ich glaube, das werden sie jetzt hier auch machen. Da verlieren sie wieder den Ball. Lautern macht das hier echt gut. Dafür, dass es defensiv im Laufe der Saison doch schon ein paar Schwierigkeiten gab. Im Pokal läuft's. Das ist Burn. Burn. Oh, Hund. Und ja, der Verteidiger hilft ihm da jetzt auch nicht wirklich. Jeckel kommt jetzt hier für Tarisson. Ein sehr unauffälliger Tarisson heute.
und gibt den nächsten Eckball. Also Hund hier zwei sehr wichtige Paraden bisher und die Dortmunder Defensive, die gefällt mir hier so gar nicht. Ja, den Schuss haben sie jetzt gut geblockt, aber da müssen sie ihren neuen Keeper halt ein bisschen mehr unterstützen. Ich glaube, jetzt spielt so langsam Dortmund mit einer Dreierkette. Gibt es den Freistoß für Lautern, Handspiel. Freistoß ausgeführt und wieder ein Handspiel und es gibt den Handelfmeter. Ja, andere Chance wäre gewesen, dass Hund ihn ins Tor lässt, aber es ist wieder Edskorn und ja. Trifft den Ball dann nur mit der Hand, faustet ihn dann sozusagen aufs eigene Tor. Ja, entweder hätte ihn halt reingelassen oder und hält ihn fest und kann diesen Elfmeter vielleicht noch halten. Rohrbach verwandelt sicher und erhöht auf 2:0. Ich glaube nicht, dass Lautern in dieser aktuellen Form das noch aus der Hand gibt. Aber wir wollen den Tag noch nicht vor dem Abend loben. Rohrbach hier eiskalt. Nein, ist blöd als Torwart, ne? Erstes Spiel verlieren und dann erstmal zwei Gegentreffer bekommen. Ich meine, das Spiel ist noch nicht verloren. Aber wenn man überlegt, wie die Tore zustande kamen, Handelfmeter und beim 1:0 war die Abwehr auch non-existent. Würde ich da den Torwart nicht allzu sehr in die Mangel nehmen, vor allem bei den Dingern, die er dann auch rausgeholt hat. Erdmann. Und Lautern ist hier heute einfach ein ganz anderes Kaliber. Selten Lautern so stark gesehen. Also, es gab halt schon einen Grund, weshalb sie auf Platz 11 sind. Ich weiß, sind jetzt auch nur 2 Punkte hinter Hoover Dortmund, die halt auf Platz 7 da sind. Also, ist auch ziemlich eng dort, aber ne. Die hätten ja auch weiter oben stehen können, wenn sie mehr konstant gebracht hätten. Da waren dann halt Teams wie Eintracht Tarelea, Schwabach und Renitopia einfach konstanter und Kretschmer. Gut gemacht von Kretschmer. 70 Minuten gespielt, er steht hier weiterhin 0:2 und ich sag's, wäre der reingegangen, dann wäre Dortmund definitiv zurückgekommen. Jetzt aber Borges bringt die nochmal rüber auf Rohrbach. Rohrbach stand da ganz frei und macht ihn eiskalt. 3:0 und das war's. Da darf Rohrbach nicht so frei stehen. Steht da allein vor dem Tor und dann, selbst dann, wenn man noch nachrücken kann, wird er nicht wirklich unter Druck gesetzt. Das sieht bitter aus für Hund, aber klar, wenn er ihn einfach so voller Wucht einfach über dir drüber zwirbelt, an die Latte auch noch, dann ja, kannst du nur hoffen, dass die Latte den Ball übers Tor lenkt. So war der gut geschossen. 3:0. Und ich glaube, Lautern kann sich schon mal aufs Viertelfinalticket freuen. Da bin ich schon ein bisschen überrascht. Also, ne, Dortmund eigentlich Favorit in diesem Spiel gewesen, aber wenn man halt so eine Leistung bringt, beziehungsweise wenn Lautern so in Form ist, dann ja, ist das natürlich was ganz anderes. Kralkopf. Und Lautern, die lassen hier heute nichts zu. Also da kannst du versuchen, was du willst, du bekommst da einfach nicht vorbei. Man sagt ja eigentlich, Regenwetter ist das Fritz-Walter-Wetter. Schneewetter ist das Andrews-Wetter. Diert. Rohrbach. Borges. Ja, nochmal auf Giert. Nochmal auf Rohrbach, aber ja, jetzt macht Dortmund da dicht. Ramani bringt den auf Merz. Hagen, ja. Ball auf dem Flügel, Höppner.
Und jetzt nochmal, März. Aber kein Durchkommen da. Kein Durchkommen bei der Lauterner Abwehr. Ein macht das gut und so bleibt die Null stehen. Das ist auch mal ein positives Erlebnis hier für Kretschmer. Nach dem aktuellen Saisonverlauf auch mal hier so ein Spiel erleben zu dürfen, wo er nur einmal sich auszeichnen muss und sonst eigentlich einen ruhigen Tag hat. Aber solche Dinger lassen deine Haare trotzdem grau werden. Eine Minute noch zu spielen. Plus Nachspielzeit, die noch drauf kommt. Es gibt wie viel? 2 Minuten gibt es drauf. Aber wie gesagt, Lautern ist eigentlich sicher im Viertelfinale. Und das sieht der Schiedsrichter auch so, denn der pfeift jetzt ab. 3:0 gewinnt der 1. FC Kaiserslautern in Dortmund beim stürmischen Schneewetter. Und Lautern kann sich freuen, denn sie dürfen im März wieder ran. Und wir werden sehen, gegen wen es sein wird. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein. Und tschüss.